Moin zusammen, wir sind heute in Bad Urach unterwegs und werden gleich durch die Wolfsschlucht laufen. Viel Spaß! Ich habe jetzt meine Route rausgelassen. Die beginnt quasi direkt vor der Wolfsschlucht. Also wir laufen jetzt hier mal diesen Wanderweg entlang. Und dann müsste in 700 Meter schon die Wolfsschlucht kommen. Ich bin mal gespannt, weil ich war ja vor ein paar Wochen schon mal in der Wolfsschlucht. Und da muss ich sagen, das war eher ein bisschen eine Enttäuschung, weil da hat es kein Wasser gehabt. Deswegen mal schauen, ob es hier besser aussieht. So, wir sind jetzt hier unten mal links abgebogen. Und ich muss sagen, hier sieht es schon sehr nach Schlucht aus. Ich habe hier unten auch schon so einen kleinen Bach entdeckt. Das heißt, ich hoffe tatsächlich, dass wir in dieser Wolfsschlucht Wasser finden werden. Es sind von hier aus jetzt noch ca. 400 Meter. Also die wird jetzt irgendwann dann demnächst mal anfangen. Und dann mal schauen, was hier so geht und was für Bilder wir mitnehmen können. Hier unten ist zwar so ein ganz kleiner Bach, also man hört so ein bisschen fließen. Aber ich befürchte, wenn es so weitergeht, dann wird es die nächste Wolfsschlucht werden, wo nicht wirklich so kleine Kaskaden zu fotografieren sind. Aber mal schauen, also die Tour selber, die war jetzt bisher relativ entspannt. Aber ich muss sagen, hier sieht es eigentlich ganz cool aus, sehr wild. Es ist eine schöne Abenteuertour, sage ich jetzt mal, viel Natur. So kann es gerne weitergehen. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass da unten jetzt noch irgendwo Wasser kommt. Ich würde sagen, dass wir jetzt an der Wolfsschlucht angelangt sind. Hier geht nämlich jetzt so eine Treppe runter, direkt in die Schlucht rein. Das sieht eigentlich ganz cool aus, sehr wild. Und hier rechts habe ich auch schon so eine kleine Kaskade entdeckt. Da werde ich jetzt gleich mal schauen, ob es sich lohnt, dort ein Bild zu machen. Wie ihr seht, hier geht es schon ganz schön steil nach unten. Also hier ist alles mit so Seilen gesichert. Das gibt jetzt eine kleine Kletterpartie, aber ich freue mich drauf. Ich habe auch schon Leute getroffen, die mir gesagt haben, dass unten auch der Bach ein bisschen schöner zum Fotografieren wird. Deswegen bin ich wirklich gespannt, wie es da unten aussehen wird. Wie ihr sehen könnt, hier geht es ganz schön steil durch diese Schlucht bergab. Wir sind jetzt gerade eben hier diese Treppe runtergekommen. Also da sollte man schon trittsicher sein. Wie gesagt, das ist auch mit so einem Stahlseil gesichert. Und hier fließt jetzt auch so ein kleiner Bach durch die Schlucht. Da unten ist so eine alte Brücke. Und ich laufe jetzt mal weiter und gucke, ob ich da unten noch ein schönes Fotomotiv mitnehmen kann. So, ich habe jetzt gerade hier mal ein bisschen den Weg suchen müssen. Denn den sieht man durch dieses ganze Laub nicht wirklich. Und schaut mal hier runter. Also da geht es ganz schön ab. Hier vorne, da sind auch so kleine Kaskaden. Ich muss mal schauen, ob ich da gleich runterkomme, um da noch ein Bild zu machen. Schaut mal, wie tief es hier runter geht. Also ich stehe jetzt quasi direkt oberhalb von so einem Felsvorsprung. Hier läuft jetzt auch ein bisschen Wasser runter. Ist zwar nicht wirklich viel, aber ich denke, für ein Bild wird es reichen. Und dann geht es hier unten nachher weiter, weil da hinten ist diese Brücke. Aber ist schon krass. Also hier kannst du wirklich, wenn du nicht aufpasst, echt böse abstürzen. Deswegen, wie bereits erwähnt, festes Schuhwerk auf jeden Fall Pflicht. Wir sind jetzt durch die Schlucht abgestiegen und unten kommt so eine alte Steinbrücke. Und ich glaube, wenn es geregnet hat, wenn da wirklich viel Wasser durchfließt, dann sind es wirklich tolle Fotomotive. Heute ist es ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, okay, sehr wenig Wasser. Aber gut, kann man nicht ändern. Und jetzt geht es hier links von mir weiter den Buckel hoch. Und da bin ich gespannt, wo wir rauskommen. Hier im Hintergrund könnt ihr noch die Brücke erkennen. Und jetzt geht es weiter, immer hier an diesen Felsen entlang. Ich bin hier so einen kleinen Trampelpfad hochgeklettert und hinter mir sind dann so Felsvorsprünge, wie ihr sehen könnt. Und das sieht echt cool aus.
Ja, wir laufen jetzt immer weiter hier durch den Wald auf so einem Trampelpfad. Heute ist Sonntag, heute ist gutes Wetter, da ist wirklich die Hölle los. Also falls ihr herkommt, Sonntag ist hier glaube ich nicht unbedingt der beste Tag. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. So, wir sind jetzt ein Stückchen weiter gelaufen und hier kommt tatsächlich jetzt eine Höhle. Also hier kann man auch reinlaufen. Ich glaube allerdings arg weit kommt man hier nicht rein. Aber ist cool, da kann man ein bisschen reingucken. Da sieht man so ein paar Felsen, das sieht schon ganz spannend aus. Ja, und hier kann man tatsächlich ein Stückchen reinlaufen. Da wird es jetzt auch wirklich dunkel. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendeine Taschenlampe am Handy anmachen. Wir sind jetzt an der Höhle vorbei aufgestiegen. Wenn man da rein will, braucht man tatsächlich eine Taschenlampe und wir haben auch ziemlich viele mit Helmen gesehen. Das heißt, jetzt nur mit dem Handy da reinlaufen halte ich für relativ gefährlich. Vor allem ist es da auch sehr rutschig, aber es ist wirklich spannend. Die heißt wohl Schillerhöhle, wie ich gerade auf dem Schild gelesen habe. Und jetzt geht es weiter, denn ich habe gesehen, es müsste irgendwann auch noch eine Burgruine kommen. So, ich habe gerade gesehen, auf dem Schild steht 300 Meter bis zum Hohen Wittlingen. Ich kann hier allerdings noch nicht wirklich eine Ruine sehen. Ich sehe da unten nur irgend so einen Bauzaun. Es kann natürlich sein, dass die Ruine gerade irgendwie renoviert wird, restauriert wird und man da gar nicht rein kann. Aber ich glaube, in 5 Minuten wissen wir mehr. Ja, und wie vermutet, ist hier tatsächlich Baustelle. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gar nicht in die Ruine reinkommen. Aber hier direkt vor der Ruine ist ein Grillplatz und der ist natürlich heute hochfrequentiert. Ja, und hier überall am Weg, da sind jetzt so kleine Löcher, so kleine Unterschlupfe. Keine Ahnung, für was die sind. Sieht aber auch ganz spannend aus. Und wir laufen jetzt weiter zu so einem Aussichtsfelsen. Wir sind jetzt ein ganzes Stück hier aufgestiegen. Hier ist auch alles sehr felsig. Also diese typischen Steine, wie sie eben auf der Schwäbischen Alb sind. Da vorne kommt jetzt irgendwann dieser Aussichtspunkt. Und ich muss sagen, hier ist es jetzt deutlich ruhiger, hier ist deutlich weniger los. Also wir sind jetzt 2 Leuten bisher begegnet. Und hier ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer zu laufen, wie vorne in der Schlucht und an der Höhle. Weil da war schon wirklich, ja, ich sag mal, krasser Tourismusverkehr. Da hat man teilweise wirklich warten müssen, dass die Leute an einem vorbeigelaufen sind, weil die Wege eben auch nicht so breit sind. Deswegen, wie bereits erwähnt, also Sonntag bei gutem Wetter hierher kommen, wahrscheinlich nicht unbedingt so die geilste Idee. Ja, und hier weiter vorne, da kommt jetzt ganz unscheinbar so ein kleiner Vorsprung. Und von da haben wir wirklich eine schöne Aussicht. Hier runter, da ist auch so ein Felsen gegenüber, da werde ich jetzt gleich noch ein Bild machen. Ich muss nur aufpassen ein bisschen, weil es ist nicht gesichert und ich glaube, dass es da rechts und links ganz schön steil runter geht. Deswegen aufpassen, aber dann kann man hier die Aussicht wirklich genießen. So, wir sind jetzt hier an so einem Rastplatz vorbeigekommen und jetzt geht es hier diesen breiten Weg entlang zurück Richtung Parkplatz. Wie bereits erwähnt, ich glaube tatsächlich, dass jetzt keine größeren Highlights mehr kommen. Also man kann hier tatsächlich noch kilometerlang weiterlaufen in die Richtung hier unten. Da geht es auch nochmal zu einer Ruine, zur Ruine Baldeck. Das sind aber von hier nochmal über 5 Kilometer und die Zeit haben wir heute tatsächlich nicht. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal weiter und mal schauen, vielleicht kommt da nochmal irgendwas Schönes. Wir haben uns jetzt entschlossen, noch mal eine Extra-Runde zu laufen, also spontan eine Extra-Runde. Hier gibt es nämlich noch so eine Felsformation, die heißt geschlitzter Felsen. Die sieht ganz cool aus laut App. Ich glaube jetzt nicht, dass das ein tolles Fotomotiv werden wird, aber wir schauen es uns auf jeden Fall noch an. Und wer weiß, vielleicht finde ich dort den einen oder anderen Aussichtspunkt noch. Wir sind jetzt hier auf so einem sehr wilden Trampelpfad unterwegs. Hier ist tatsächlich auch keine Menschenseele. Und hier geht es jetzt zum Rabenfelsen. Mal schauen, ob man von dort ein bisschen eine Aussicht runter ins Tal hat. Und dann geht es zurück zu diesem geschlitzten Felsen und dann wieder Richtung Parkplatz. Aber durch diesen kleinen Umweg, den wir jetzt, ich sage jetzt mal in Kauf genommen haben, bin ich mal gespannt, wie lange das noch dauern wird. Ja, ich muss sagen, hier von diesem Rabenfelsen, da hat man wirklich eine coole Aussicht. Einmal in diese Richtung. Da unten ist so ein kleiner Angelsee, würde ich sagen. Hier ist auch so ein kleiner Baum, da kann man ein Päuschen machen. Und hier hinten hat man wirklich einen schönen Blick ins Tal. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall noch ein Bildmotiv mitnehmen.
Wir sind ja jetzt alles wieder abgestiegen. Ich befürchte, das müssen wir auch alles gleich wieder hoch. Von hier sind es aber noch ca. 600 Meter bis zum geschlitzten Felsen. Hier geht es jetzt über so einen breiten Waldweg recht bequem weiter. Und ich bin gespannt, wie es dort aussieht. Und vor allem, wann wir wieder zurück am Parkplatz sind. Ja, und wie schon befürchtet, hier gehen jetzt Stufen nach oben. Das heißt, all das, was wir jetzt gerade so schön bergab gelaufen sind, müssen wir jetzt wieder aufsteigen. Hier geht es nämlich zu diesem geschlitzten Felsen nach oben. Hier sind es noch 100 Meter laut Schild. Der müsste also jetzt gleich da oben kommen. Und mal schauen, vielleicht kann ich dort auch noch ein Bild mitnehmen. Ja, und hier sind wir jetzt am gespaltenen Felsen. Also hier gehen überall, geht es jetzt hier so in den Fels rein. Hier sind überall Leute, die klettern. Das sieht schon cool aus. Wir laufen jetzt hier mal dran vorbei und schauen, wo es dann weitergeht. Wobei, Bild brauchen wir hier keins machen. Wir sind jetzt fast wieder am Ausgangspunkt, also an dieser Bank, an diesem Rastplatz, der ist da oben. Hier unten ist auch nochmal so ein kleiner Brunnen, da kann man noch runterlaufen. Das lohnt sich aber jetzt nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Jetzt laufen wir hier diesen Weg weiter, dann kommen wir, wie bereits erwähnt, links an dieser Raststätte vorbei, an diesem Rastplatz mit diesen großen Bänken. Wenn ihr die Tour machen wollt, wie wir es getan haben, dann macht es natürlich Sinn, den Weg, den wir jetzt hochgelaufen sind, zuerst zu laufen, also dass man einen Rundweg hat, weil dann spart er euch letztendlich das Stück, das wir jetzt gerade doppelt laufen. Wir sind jetzt gleich am Parkplatz angekommen und deswegen für euch die Tipps, wenn ihr herkommen wollt. Wie immer bei so Ausflugszielen solltet ihr früh kommen, denn vor allem am Wochenende bei schönem Wetter ist hier wirklich die Hölle los. Die Tour an sich ist aber wirklich schön, ihr braucht aber definitiv festes Schuhwerk, vor allem hinten durch die Wolfsschlucht, da ist schon sehr felsig, aber auch hier hinten bei dem gespaltenen Felsen oder am Aussichtspunkt, da sollte man auf jeden Fall einen festen Tritt haben. Wenn ihr die Tour lauft, dann würde ich euch empfehlen, lauft sie gleich komplett richtig, nicht so wie wir. Wir haben ja, ich sage jetzt mal einmal spontan umentschieden. Das heißt, vorne an dieser Bank, an dieser Rastbank, da sollt ihr direkt Richtung gespaltenen Felsen laufen und dann kommt ihr einen Rundweg entlang und endet dann an der Stelle, wo ich gerade stehe. Dann spart ihr euch sozusagen circa einen Kilometer, den wir jetzt umsonst gelaufen sind. Zur Tour selber, die hat, wenn wir am Auto sind, etwa 10 Kilometer. Aber wie gesagt, einen Kilometer könnt ihr abziehen, weil wir einmal im Kreis gelaufen sind. Das heißt, so circa 9 Kilometer. Und dürfte so in 3,5 bis 4 Stunden problemlos machbar sein. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen und jetzt wie immer an dieser Stelle der obligatorische Hinweis, abonniert unseren Kanal, denn nur so verpasst ihr kein Video mehr von uns. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wir sehen uns!